Hiho und willkommen zurück bei dem Strategiespiel und Wikinger-Freunde zu Kalchos, der Entdeckung Vinlands. Ja, wir sind in unserer ersten Kriegsmission, mehr oder weniger. Weil unser einziges Ziel ist, die Vinländer zu vernichten, also den feindlichen Stamm, der hier wohnt. Dafür sollten wir uns erstmal die Jungs hier zu Verbündeten entweder oder zu wenigstens zu Neutralen machen. Die verlangen dafür nur 20 Nahrung, was man denen auch kaum verübeln kann. Und ja, du solltest wirklich nicht zu weit rausgehen. Ja, Lehmarbeiterzelt steht schon lange leer. So, gucken wir mal kurz. Haben wir Frauen, die unverheiratet sind? Ja. Und ich halte immer wieder Ausschau. Wir haben ja so gesehen genug aufgedeckt, um einigermaßen zu erahnen, wo Angriffe herkommen können. Damit wir uns schützen können. Hier in dem Dreifamilienhaus wohnt bis jetzt nur so ein Bierbrauer, okay. So, dich machen wir erstmal zum Zivilisten. Du bekommst am besten mal ein Mädchen für das Gebäude. Du guckst, dass du endlich mal Nahrung aus der Bäckerei holst. Und nicht immer von da hinten, von den Bärensträuchern. So, ab in die Schule mit dir, du wirst der zweite Holzfäller. Ja, Lehmarbeiter, Töpfer, Steinmetz haben wir. Wir brauchen dann einen Goldmacher. Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Gut. Wir haben schon mal zwei Farmer. Wir haben den Müller. Und den Bäcker mit seinem Träger. Der uns immer schön mit Nahrung versorgt. Sehr gut. Ihr habt hier unten eine Bäckerei, wo ihr Nahrung holen könnt. Also holt sie auch bitte dort. Und nicht da oben bei den Bärenbüschen. So, Holzfäller. Ihr könnt auch gleich mal einen Jungen kriegen. Ich hätte vielleicht zur Bäckerei auch einen Wegweiser machen sollen. Go.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie da oben die Bäckerei einfach nicht finden. Würde mich echt nicht wundern. Du bist hungrig. In der Bäckerei gibt's Nahrung. Und auch in der Haupthaus gibt's Nahrung. Ja, da kommt dann noch der Goldschürfer rein, der hier oben arbeitet. So, du Holzfäller. Du arbeiten. Du Frau suchen. So, jetzt solltet ihr eigentlich alle wissen, wo die Bäckerei ist. Und dort Nahrung herkriegen. Ja, ja, du hattest keinen Ehepartner, da oben ist einer. Ich bin ja ehrlich gesagt froh, dass ich bis jetzt die friedlich verhalten. Die Indianer. Also ich bis jetzt noch keine Soldaten hier gefunden habe. Bis auf die Wikinger-Soldaten hier, aber die sind halt ein kleiner Banditentrupp. Ne, das reicht leider nicht bis da nach oben. So, mach noch 5 Geschirr, dann hast du 8 da drin, das dürfte reichen eine Weile. Es wäre halt, wie gesagt, schön, wenn ihr langsam mal Nahrung bringen würdet. Oh, du bringst Nahrung von da unten. Gut, wir haben auch eine Möbelwerkstatt jetzt. Dann können wir demnächst Möbel herstellen. Und ja, ich muss mal wieder ja, jetzt leiser drehen, weil das verstellt sich ja genauso wie alles andere immer wieder. Mir ist das Vögelgezwitscher nämlich gerade doch etwas laut. Wie sieht es eigentlich mit obdachlosen Zwergen, Wikingern aus? Ist nur unser Jäger. Was wir jetzt auch dann demnächst mal ändern könnten. Hier ein Jägerzelt. Hier oben eine Schifferhütte. Hier die Schusterei und ein Dreifamilienhaus hier oben hin. Ja, da kommt nämlich da der Jäger. Der Werkzeugschmied-Schmelzer und der Waffen- und Rüstungsschmied rein.
Du hast Töpfer erlernt und kannst auch trainiert werden. Du kannst auch trainiert werden. So, da haben meine Bauarbeiter wieder zu tun. So, ich denke, jetzt kann es mal nicht schaden, wenn ich mit L den Speed einschalte, dass sie etwas schneller arbeiten. Du bist hungrig und suchst Nahrung. Ja, beim Megazelt gibt es auch noch ein bisschen Nahrung. Ja, war eigentlich hier das mal. Langsam ein bisschen Nahrung in die Häuser kommt und dann Nahrung in den im Hauptlager gelagert wird. Du bist hungrig. Dann geh und iss was. Du hast Träger erfunden, das ist sehr gut. Du kannst trainiert werden. Immer noch nichts auf der Übersichtskarte zu dem Thema. Du kannst trainiert werden. Und es wird Nahrung eingelagert jetzt. Und auch hier oben kommt langsam mal Nahrung an. So, du suchst dir einen Kerl. Du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Das heißt, du gehst erstmal wieder dem sammeln. Bis wir voll sind. Ja, in dem Zweifamilienhaus gibt es langsam Nahrung, in dem auch. Die muss natürlich Nahrung von hier einsacken. Mal wieder. Wahrscheinlich, weil es einfach näher ist. So, du ziehst da ein, arbeitest in Zukunft dort. Du kannst trainiert werden, gut. Sam ist erwachsen. Jawohl. Gigazelt ist auch fertig, gut. Eine Goldmine. Mal hier aufstellen. Da lernst du nämlich den Steinmetz. So, Nahrung kommt langsam
in unserem Haupthaus an. Schäferhütte ist auch fertig.